Seite dann. Noch schnell. Also sind wir das mal definitiv live. Ich möchte ganz zuerst mal Tanja Kunz noch begrüßen zum heutigen Livestream. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung, Michel. Ich muss ganz schnell mein YouTube noch schließen, weil ich höre mich dann doppelt, habe ich gerade gemerkt. Ich möchte mich zuerst mal noch schnell entschuldigen für das letzte Livestream, was aus technischen Gründen, die bis heute nicht geklärt werden konnten, nicht stattgefunden hat. Also wir holen das natürlich nach mit Nathalie Schrogel und möchte aber direkt zum heutigen kommen, das ja definitiv technisch stattfinden kann. Inhaltlich werden wir das noch füllen in den nächsten 30, 40 Minuten. Wie gesagt, ich freue mich ganz, also sehr, dass Tanja Kunz heute da ist. Und ich glaube, wir steigen mal direkt auch ein, sodass du uns ein bisschen sagst, Tanja, wer bist du überhaupt? Für was für Werte stehst du? Fangen wir mal an. Genau, ich erzähle mal ein bisschen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Tanja Kunz und ich habe genau heute vor einem Jahr mein Unternehmen Female Power gegründet. Ich begleite da ambitionierte Powerfrauen, die im Alltag übersehen werden, anstehen, die irgendwie Mühe haben, sich durchzusetzen. Und ich begleite sie da, coache sie mit einem 12 Wochen Female Power Coaching Programm und will so das Potenzial von so vielen Frauen eigentlich wachrütteln und ihnen einfach zeigen, es lohnt sich, für sich selbst loszugehen, für sich selbst einzustehen. Das ist so meine Mission. Und da bringe ich auch ganz viel Energie rein, auf verschiedenen Wegen, durch Lives, die ich auch mache, durch Female Power Calls, die ich mache, auf ganz verschiedenen Wegen. Mhm. Genau. Jetzt muss ich aber trotzdem noch fragen, also war das geplant wegen dem Einjährigen oder war das auch Zufall jetzt heute? Das war eigentlich purer Zufall. Als ich das Datum ausgewählt habe, hatte ich es nicht im Kopf, also irgendwie schon, aber nicht so ganz bewusst, aber purer Zufall. Also quasi ein Jahr, also ein schönes Firmenjubiläum, was wir gerade live mit den Leuten auch ein bisschen teilen können. Genau. Also du hast jetzt mal so ein bisschen gesagt, was du eigentlich machst. Ich meine, diese Aufgabe entsteht ja auch, weil dir gewisse Werte wichtig sind oder Werte, die gewachsen sind, Werte, die sich verändert haben mit der Zeit. Was sind denn das für Werte, die dazu gebracht haben, auch in diese Selbstständigkeit zu gehen? Ist ja auch immer ein Schritt. Ne? Ja, ist ein großer Schritt. Ja, das ist eigentlich alles auch aus meiner eigenen Erfahrung entstanden, oder? Weil ich selbst auch gemerkt habe, okay, ich bin eine junge Frau mit Ambitionen. Ich habe studiert International Management und ich wusste eigentlich immer, ich will mehr und da ist auch noch mehr. Irgendwie habe ich das immer gespürt, aber trotzdem habe ich wie auch selbst gemerkt, okay, ich stoße an meine Grenzen, ich komme irgendwie nicht weiter. Und auch so die Frage, wieso sieht mich denn keiner? Wieso komme ich nicht weiter? Also so irgendwo auch so diese Respektfrage manchmal. Aber als ich das dann wirklich auf das gekommen, was ich heute mache, bin ich durch eine eigene persönliche, sehr große Lebenskrise, die ich gehabt habe. Und durch die ganze Reflexion, eigentlich durch diese Krise, habe ich wie gemerkt, okay, ganz viel von dem, was mir eigentlich im Wege steht, wo ich merke, ich stoße an, ich komme nicht weiter, das liegt auch an mir selbst. Und erst als ich angefangen habe, bei mir selbst aufzuräumen, habe ich so wie gemerkt, okay, jetzt geht's, jetzt funktioniert's. Jetzt habe ich plötzlich meine Vision, jetzt kann ich mein Leben leben, so wie ich mir das vorstelle. Also kann man dann auch sagen, dass du quasi wie in vielleicht in verschiedenen
Unternehmung oder so auch gewisse Werte gesucht hast, vielleicht teilweise gefunden, aber vielleicht nicht so, wie du dir das vorgestellt hast oder vielleicht, wie sich das auch verändert hat und dann ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, dieses Suchen nach etwas, was dann nicht kommt und zu sagen, will ich es einfach quasi selber erschaffen und mich quasi selbstständig machen, um das wirklich, diese Werte auch so leben können, wie ich das möchte. War das auch so ein bisschen Weg? Oder ja, dazu? Ja, das war bestimmt auch ein Teil davon. Und irgendwann habe ich wie auch so gemerkt, okay, hey, ich bin auch gar nicht die Einzige, die mit diesem Problem eigentlich dagestanden hat, sondern es ist eine Herausforderung für ganz viele Frauen, sich da wirklich auch so zu zeigen, wie sie sind. Es hat ja ein Stück weit auch mit, ich sag's mal so, Selbstdarstellung zu tun oder zu seiner Leistung stehen, sich exponieren, vielleicht auch mal so diesen Schritt zu gehen von, oh shit, jetzt weiß ich nicht, was passiert. Und das spielt ja am Ende keine Rolle, ob das im Angestelltenverhältnis ist oder selbstständig. Mhm. Ich merke einfach, Frauen, oder ich sage es jetzt mal so ein bisschen generalisiert, aber Frauen stehen da viel mehr auf dieser Bremse als Männer, meiner Erfahrung und meiner Ansicht nach. Mhm. Und da habe ich dann wie auch gemerkt, okay, hey, wie gesagt, ich bin nicht alleine und ich habe es für mich so wie geknackt und jetzt kann ich auch Frauen darin unterstützen, sie weiterzubringen, weil ich bin davon absolut überzeugt, es gibt so viele, wirklich so gute Frauen, die einfach noch nicht so ihren Platz gefunden haben, da wo sie hingehören, hin sollen, um wirklich auch sich total entfalten zu können. Mhm. Ich finde es noch einen interessanten Aspekt, da wo wir nachher sicher teilweise auch noch dazu kommen, wie du sagst, man arbeitet und will sich aber eigentlich auch nicht in den Vordergrund stellen, hat aber trotzdem ist man ein bisschen enttäuscht, dass man eigentlich nicht gesehen wird, weil man denkt, eigentlich müsste das doch das Gegenüber merken und Frauen muss ich dann eher ein bisschen zurücknehmen, je nachdem, wir werden sicher nachher noch darüber sprechen. Das Intro ein bisschen abzurunden, sagen Sie doch mal ein bisschen detaillierter, vielleicht in welchen Gebieten bist du tätig? Also du hast vorhin mal was erwähnt, welche, also Frauen, die du unterstützt, aber vielleicht mal noch ein bisschen detaillierter, dass sich das die Zuschauer noch ein bisschen besser vorstellen können. Ja, gerne. Also ich arbeite vor allem mit Frauen aus der Wirtschaft zusammen, manche sind in Führungspositionen, manche haben Weiterbildungen gemacht und sind noch nicht an der Position, wo sie sich vorstellen zu sein. Andere möchten die Branche wechseln, wieder andere möchten wie das Berufsleben mit einem neuen Familienalltag kombinieren. Und es sind einfach immer so auch Frauen, die wie merken, hey, da brennt eigentlich noch mehr in mir, aber wie kann ich das zeigen, wie kann ich das nach außen tragen? Das ist ein großer Teil, wirklich so diese 1:1-Begleitung von Frauen durch das, wie gesagt, das 12 Wochen Female Power Coaching Programm, das ich entwickelt habe. Und zum anderen arbeite ich auch mit Unternehmen zusammen, um da wirklich das Thema Frauenförderung auch voranzubringen, weil es nützt nichts, das nur auf der einen Seite zu verändern, es muss sich wie auf der anderen Seite auch etwas verändern, damit das Bild rund wird oder damit das überhaupt funktionieren kann. Ja. Und da arbeite ich auch mit Unternehmen zusammen in diesem Bereich. Also sind deine Wahrnehmung auch, dass Unternehmen teilweise das wollen, aber wir nicht wissen, wie sie es angehen sollen? Ja, genau. Und auch der Wille wäre da. Ja, und trotzdem auch manchmal so diese Hemmschwelle. Was bedeutet das denn? Was bringt das für Konsequenzen? Ich habe so wie das Gefühl, das Thema ist präsent. Sind auch viele bereit für Veränderungen, aber das Commitment irgendwo ist noch nicht so da. Also wirklich das auch in messbare Ziele runterzubrechen und wirklich da auch zu sagen, hey, das verändern wir jetzt. Das ist wie quasi, also der Wille ist da, aber manchmal ist es ja dann auch so, dass die Leute, die Entscheide fällen, vielleicht nicht unbedingt die Frauen sind, die es nachher betrifft oder die Person, die es nachher betrifft. Das finde ich auch noch wichtig, dass so diese
Außenansicht noch ein bisschen einbringst, als quasi Berater auch oder so, oder Coach. Mhm. Finde ich auch interessant. Ich freue mich auch auf das nächste Thema. Ich habe eigentlich mich auch ein T-Shirt, meinte ich, angezogen, das dazu passt. Nein, es ist keine Geburt oder so. Und zwar, muss ich schnell gucken, ob wir das richtige Thema haben. Hä? Kleinen Moment, ich zeige mal schon mal das T-Shirt. Vielleicht kann sich jeder vorstellen, was das heißt. ich muss ganz schnell improvisieren, weil ich hier die... Genau. Wir hatten dieses Thema, ne? Wir, genau, ich war ein bisschen verwirrt, weil wir haben es am Anfang, wir haben es ja noch gewechselt, das Thema. Aber es geht eigentlich ums Gleiche, ob jetzt die Frau gebärfreudig ist oder das ist so ein bisschen allgemeiner. Das T-Shirt war mehr so nach dem Motto, das kann ja nicht sein. so die Augen, ne? Genau, also bei dem Thema so, Kinder sind immer ein Thema im Leben einer Frau, ist natürlich biologisch bedingt schon mal. Genau. Ne? Was meinst du damit aber genau in diesem Kontext? Also, dass Frauen Kinder kriegen, das ist klar, das wissen wir alle. Aber in den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast oder auch was in deinem Programm eingeflossen ist, sehr wahrscheinlich, kannst du so mehr darüber mal sagen? Ja, ich merke halt, dass das Thema Kinder ist irgendwie einfach immer präsent. Es ist immer irgendwo da, aber es ist trotzdem auch nicht so ganz klar da, weil irgendwo ist es auch so ein Tabuthema. Man spricht nicht eine Frau darauf an, ob sie Kinder kriegen möchte, ob sie schwanger ist, ob sie gar keine Kinder haben möchte. Aber irgendwo ist das Thema einfach trotzdem immer da. Oder sobald eine Frau, sagen wir mal, ab 25 bis 35 ist sie so in diesem gebärfähigen Alter und ich höre da halt einfach immer und immer wieder auch in Gesprächen mit Vorgesetzten, hey, so eine Frau einzustellen ist einfach ein großes Risiko für uns. Das bedeutet für uns Kosten, oder? Das sind Kosten, die vielleicht auch ein KMU berechnen kann. Was bedeutet das dann, wenn wir so eine Frau einstellen? Mhm. Gleichzeitig aber auch ist das Thema natürlich auch da für Frauen, die gar keine Kinder möchten, oder? Die sind irgendwie auch unter diesem Vorbehalt, werden die angeschaut und wissen eigentlich, ey, für mich sind Kinder überhaupt kein Thema, das schwingt aber trotzdem immer so ein bisschen mit. Und dann, wenn die Kinder mal da sind, dann ist es so oder so ein großer Teil von deinem Leben. Soll auch so sein. Aber irgendwo dann auch, was bedeutet das dann für deine Karriere als Frau? Oder es ist bewiesen, dass ein Karrieresprung, wenn du Mami bist, ist viel schwieriger machbar. Oder auch Lohnerhöhungen. Oder bei Männern steigt tendenziell das Einkommen, wenn sie Väter werden. Bei Müttern sinkt es. Also das Thema Kinder ist eigentlich immer so ein bisschen da. Und ich glaube, das ist schon so, ich glaube, das schwingt schon so im Kindsalter mit. Oder ich mag mich erinnern, dass ich auch für mich gedacht habe, schon während meiner Lehre, okay, was mache ich denn mal, wenn ich Mutter werde? Was bedeutet das für mich? Oder auch, wenn du studierst, oder? Ich meine, da gibt es zum Teil auch Stimmen, ja, wieso studierst du, wenn du danach zu Hause bist? Klar, das Denken haben wir so ein bisschen schon abgelegt, aber es ist natürlich irgendwie immer so da und immer präsent und trotzdem nie so ganz klar da und nie auch oder selten auch direkt angesprochen. Ich finde es auch interessant, dieser Punkt. Für mich ist es so eine Doppelmoral. Einerseits, wenn du jetzt mal die sagen wir mal, wir sind im Geschäft, ne, so die geschäftliche Ansicht oder die Business, was auch immer man sagen will, dann ist so am liebsten, hat sie ja eigentlich keine Kinder, weil das gibt dann Ausfälle, das kostet uns, dann kann sie nicht mehr hundertprozentig arbeiten, etc., alles, was da mitschwingt. Und andererseits ist ja aber das Lustige auch, das Thema das Kind, wenn aber eine Frau so 35 rum, vielleicht älter, keine Kinder hat,
ist es zwar im Geschäftlichen quasi nicht ein Thema, im Privaten plötzlich, was stimmt da mit der nicht? Mhm. Also es sind aber die gleichen Personen, die privat dann so fragen, was stimmt mit der nicht? Im Geschäft aber sagen wir, ja, zum Glück hat sie keine Kinder. Also das ist so ein bisschen eine Doppelmoral auch im Privaten, wo man sie hinterfragt, wenn eine Frau älter ist und keine Kinder hat, das stimmt irgendwas nicht, hat die keinen Freund oder was auch immer. Ne? Und im Geschäft ist man froh, wenn das eigentlich gar nicht erst eintritt. Mhm. In diesem Ausfall immer, wo man sagt, ja, das ist dann gar nicht möglich. Und ich muss aber zugeben, was mich in dem Thema sehr aufgeregt hat immer, in Vorstellungsgesprächen ist es so, dass diese Frage nach Kindern ist ja eigentlich gar nicht erlaubt. Mhm. Ne? Wird aber indirekt oder direkt immer wieder mal, schleicht sich irgendwo ein, habe ich schon mehrmals erlebt. Was aber zum Beispiel bei Männern nie eine Frage ist, ist, was für einen militärischen Grad sie haben. Weil je nachdem, wer was im Militär macht, ist er ziemlich viel weg. Und zwar mehr als eine Frau, die schwanger ist. Vielleicht nicht am Stück, aber als Ganzes. Das, ich wurde noch nie gefragt bei einem Vorstellungsgespräch, ob ich Militärdienst leiste. Und wenn ja, was ich da genau mache. Nie. War nie ein Thema. Mhm. Ich dachte, das kann ja eigentlich nicht sein. Und Frauen werden dann trotzdem immer wieder auf diese Familie angesprochen und du bist ja eigentlich nie im richtigen Alter. Du bist ja eigentlich kurz davor oder bist mittendrin oder wenn du ein Kind hast, heißt ja, das ist sicher bald ein zweites. Wenn du sicherlich zwei hast, ja, die werden eine Großfamilie, da wird sicher ein drittes Kind sein. Und wenn du keinen hast, heißt ja, irgendwas stimmt doch mit der nicht. Also wie empfindest du das, wenn du jetzt zum Beispiel bei Firmen die berätst? Also wie ich meine, das sind ja Firmen, die tendenziell offen für das Thema sind. Würden sie ja nicht holen, aber wie erfährst du dann das in diesem Kontext? Also gerade jetzt bei Vorstellungsgesprächen oder da fängt es ja auch schon an. Also. Meine Meinung dazu ist so ein bisschen, wir sind da noch viel zu wenig im lösungsorientierten Denken. Mhm. Wir sind da noch so in diesem Problemdenken, oder? Irgendwie ist so diese Assoziation, Frau plus Kind gleich Problem und nicht wie kriegen wir es denn hin, wie können wir das verbessern, wie ist es möglich? Meiner Meinung nach werden diese Fragen noch zu wenig gestellt. Mhm. Und irgendwie leben wir so in diesem System, wo so zwei Welten aufeinander prallen, oder so einerseits die Unternehmen, die eigentlich wollen, dass, ich sage es auch mal ganz überspitzt, immer alles gleich bleibt und alles einfach so läuft, wie es läuft. Und andererseits natürlich, ich sage es mal draußen, oder alles nach Flexibilität schreit, jeder möchte irgendwie sein eigenes Modell leben. Das sind irgendwie so Welten, die aufeinander prallen. Das ist so mein Empfinden. Mhm. Also ich finde diese lösungsorientierte eigentlich noch ein guter Punkt auch von dir, weil wenn du jemanden hast, der zum Beispiel 100% Arbeit und der kann vielleicht später nicht mehr, weil er das nicht will oder auch immer noch Familienmodell, dass man sagt, eine gute Person ja lieber 60% haben als gar nicht eigentlich. Das müsste ja eigentlich der Fokus sein und nicht die Lösung, dass sie 40% weniger da ist, so als quasi negativ behaftet, sondern der Vorteil, dass sie ja noch 60 da ist und nicht null. Also man könnte sie auch umgekehrt sehen. Ne? Und das probierst du manchmal auch bei den Beratungen quasi dann so ein bisschen einfließen zu lassen, dass man sie auch auf eine andere Perspektive auch sehen kann. Oder was, also wenn ich mir so ein bisschen vorstelle, oder bin ich da völlig falsch? Oder? Ja, also da muss ich sagen, da bin ich noch am Anfang. Aber ich thematisiere dieses Thema natürlich schon auch so über meinen LinkedIn-Kanal so ein bisschen. Mhm. Wie gesagt, für mich fehlt so das Denken in Möglichkeiten und auch irgendwo in Chancen, oder? Ich meine, es gibt ja nachweislich mehr Frauen, die Studiumsabschlüsse haben, in manchen Bereichen viel mehr, in anderen, ja klar, das ist eher männerdominiert nach wie vor, aber es gibt so viele gut ausgebildete Frauen und wir haben momentan so wie Möglichkeiten. Du bist zuerst 100% und danach wäre es eigentlich allen am liebsten, dass du bei null bist. Mhm. 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 Ja, weil auch Teilzeit, oder man hört es immer so, ja, zu viele Teilzeitstellen, das ist kompliziert, da braucht so viel Koordination, das ist fast nicht möglich und dann wird alles vergessen und unsere Kunden wollen eine 100%ige Erreichbarkeit
und. Oder da werden so viele Ausreden gefunden. Klar, das sind auch Argumente, aber das deutet alles auf das Problem hin. Aber es wird nicht so diskutiert, okay, ja, wir müssen gewährleisten, dass ein Kunde jederzeit jemanden erreichen kann. Wie kriegen wir das hin? Wie lösen wir Stellvertretungen? Wie schaffen wir das, dass wir diese Frauen nicht verlieren? Das ist einfach so, da merke ich, da hapert es irgendwo noch so ein bisschen. Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, was du sagst, wenn du drei Leute hast, die hundertprozentig arbeiten, aber die Führung und die Organisation einfach ineffizient ist, ist das ganz viel schlechter. Also wenn du 10 Teilzeitstellen hast, ich sage immer so 20% ist vielleicht wirklich ein Mehraufwand für die Koordination und 80% ist aber wirklich Leadership und Organisation und das nimmt dir einfach niemand weg, egal ob das Teilzeit oder Vollzeit ist. Ne? Also wie du sagst, also ich kann mir vorstellen, dass du da viel Basisarbeit auch noch leisten musst, ich glaube also auch Firmen oder Kunden, wo du kannst gar nicht hinten anfangen, du musst jetzt erstmal vorne die Basis eigentlich. Ne? Mhm. Und ja, das ist natürlich auch spannend, das Thema Homeoffice, oder? Das geht für mich so in eine ähnliche Richtung, oder? Vor dieser ganzen Pandemie war es für so viele Arbeitgeber schlicht unmöglich, sich vorzustellen, dass Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können. Und da musste auch so in der kürzester Zeit wurden Lösungen geschaffen, oder? Vorher hat man da auch nur Probleme gesehen. Mitarbeiter sind nicht erreichbar, sind weniger effizient, arbeiten, was sie wollen. Aber sobald der Leidensdruck eigentlich groß genug war und der kam, als es hieß, okay, Homeoffice-Pflicht, ab da wurden Lösungen gedacht. Wie schaffen wir es? Was für IT-Equipment braucht es? Wie können wir sicherstellen, dass die Telefone abgenommen werden? Also, Das braucht ein bisschen Druck manchmal auch, ja. Ja, genau. Anscheinend ist in diesem Bereich halt einfach auch der Leidensdruck noch nicht groß genug. Oder? Firmen sagen, oder man spricht bereits jetzt schon viel von Talentmangel. Ja, ist klar, über die Pandemie ist dieses Thema wieder etwas in den Hintergrund gerutscht, aber es ist klar, dass die Generation Babyboomers, die jetzt momentan einfach riesig ist, die fällt aus. Irgendwann. Mhm. Und dann haben wir einen Talentemangel. Und spätestens da hast du nicht mehr diese Auswahl an Bewerbern, sondern musst schauen, okay, wie rekrutieren wir die besten Leute? Und ich bin absolut davon überzeugt, Unternehmen, die sich jetzt Gedanken darüber machen und die sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, die jetzt handeln, die werden einen riesigen Wettbewerbsvorteil haben. Aber es bedeutet halt auch, man muss sich bewegen, man muss sich verändern, man muss Lösungen schaffen. Das ist halt unangenehm, weil Veränderungen, ja, wer hat schon gerne Veränderungen, wenn es auch so geht, wie es halt jetzt ist. Also man muss eigentlich jetzt investieren, für mittel- und langfristige Ziele zu erreichen. Ne? Also ich finde das, um das Thema so ein bisschen abrunden, auch noch speziell, ich finde, man kann es eigentlich gut vergleichen, dieses Teilzeit, was wir vorhin angesprochen haben, und Homeoffice. Ich lese immer wieder Artikel, die einen sagen, Homeoffice ist völlig ineffizient, die anderen sagen, und eigentlich muss ich sagen, nach meiner eigenen Erfahrung zumindest, es kommt halt auf die Umstände drauf an. Es kommt darauf an, wie lebst du? Sind da drei Kinder, die im Hintergrund immer rumrennen oder nicht? Hast du ein eigenes Zimmer? Wie ist deine IT aufgestellt? Also es kommt halt wirklich auf die Umstände drauf an. Und so Pauschalaussagen, es ist ineffizient Teilzeit, finde ich genauso falsch, wie es ist effizient oder ineffizient Homeoffice. Es sind halt wirklich die Umstände, die Organisation des Unternehmens etc. Also wirklich, wenn wir gerade beim Unternehmen sind, haben wir unseren zweiten Themenblock noch so ein bisschen dieser Umgang mit diesem Thema, was wir jetzt auch besprochen haben, als Arbeitgebende und als Arbeitnehmende, also beide Seiten. Was hast du da für Erfahrungen auch oder auch für Inputs oder auch Sachen, die dir wichtig sind? Ja, wir haben hier jetzt halt schon auch so ein bisschen vorgegriffen. Aber ich glaube, was da halt auch ganz wichtig ist, ist, du musst zuerst für dich selbst definieren, wie du dein Leben organisieren möchtest, wie du es haben möchtest.
Und ich glaube, wenn du deine eigene Klarheit hast darüber, wie die Situation ausschauen soll, erst dann kannst du auch den passenden Match finden. Also sei es von Seite Arbeitgebende hinsichtlich Arbeitnehmende und umgekehrt. Oder wenn es dir wichtig ist, dass die Firma vielleicht, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, aber auch mehr Vaterschaftsurlaub ermöglicht als gesetzlich geregelt. Oder wenn es zum Beispiel eine Kinderbetreuung beim Arbeitgeber haben soll. Oder wenn du dir klar bist in solchen Sachen, was du möchtest, was du dir vorstellst, dann findest du auch den richtigen Arbeitgeber. Und umgekehrt auch, oder wenn dir als Arbeitgeber dieses Thema wichtig ist und wenn du dich dazu auch, wie gesagt, exponierst und dazu auch ja, diesem Thema auch die nötige Beachtung schenkst, dann findest du auch flexible Mitarbeiter, die viel für dich als Unternehmen tun würden. Selbst wenn es halt bedeutet, 7 Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Aber ja, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass langfristig auch ein riesen Asset für eine Firma sein kann, sich diesem Thema jetzt zu widmen. Ja, ich glaube, es ist auch, wie du sagst ja Arbeitgebende, Arbeitnehmende. Ich glaube, ein wichtiger Punkt aus meiner Perspektive ist auch noch, dass immer mehr Unternehmen merken müssen, das Unternehmen muss, also nicht nur zum Kunden, sondern auch zum potenziellen Mitarbeiter. Also wie erreiche ich überhaupt diese Talente? Und ich glaube, dieses Thema ist noch längst nicht überall angekommen. Und ich bin mir sicher, Sachen wie Homeoffice, also wo heute sich Teil, vielleicht Firmen noch damit ein bisschen brüsten können, wir sind modern und so, das wird irgendwann mal basic sein. Also ich glaube, dass du teilweise, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast und der sagt, Homeoffice bieten wir nicht an, ja gut, ich habe 4 andere Angebote, der Zombie. Also ich glaube schon, dass es so eine Verlagerung gibt, das Gefühl vom quasi Arbeitgeber zum Arbeitnehmer auch, dass er sagt, es gibt so eine gewisse ja, Machtverschiebung, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube schon, dass Arbeitnehmer dann plötzlich mehr auswählen können und Arbeitgeber mehr bieten müssen, dass sie überhaupt solche Personen, Talente in diesen speziellen Fächern, was auch immer, überhaupt noch kriegen. Und ich glaube, dieses Denken, das braucht ja ein echtes Umdenken. Weil bis jetzt hat man Inserat, dann kommt ein Vorstellungsgespräch, wir können auswählen und langsam merkt man in gewissen Branchen schon, man kann gar nicht mehr so auswählen. Man hat eigentlich viel zu wenig Bewerbungen oder zu wenig gute Bewerbungen oder was auch immer oder passende. Wie nimmst du das bei den Kunden wahr, die du jetzt auch berätst? Ich meine, die sind vielleicht eher offen für das Umdenken, nehme ich jetzt mal an, aber vielleicht so das, was du auch mitkriegst. Also gibt es da einfach so Einzelne, die das Umdenken schon mal oder hast du das Gefühl, dass so eine Bewegung schon im Gange oder hast du das Gefühl, dass es noch gar nicht angekommen? Also nicht keine repräsentative Umfrage, aber. Ich glaube, durch das, dass das Thema halt wirklich auch so präsent und auch öffentlich diskutiert wird, wissen, wie viele, man müsste sich damit auseinandersetzen, aber wie gesagt, dieser Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Man findet noch genügend Bewerber auf eine Stelle. Man findet noch Talente, oder? Und diejenigen, die halt da jetzt schon mehr Mühe haben, die, wenn sie genügend reflektiert sind, fangen sie sich an, da zu hinterfragen, okay, was können wir denn dafür tun, dass wir als Arbeitgeber attraktiver werden? Was können wir tun, damit sich das etablieren kann? Was ich aber auch ganz wichtig finde, diesbezüglich ist, man kann noch so dies alles auf einer Homepage schön darstellen und schön beschreiben. Aber es geht am Ende darum, ob es wirklich auch gelebt wird. Und da sehe ich halt vielfach auch diese Diskrepanz, oder? Und das ist nicht etwas, was, ja, es ist okay, wenn es ein Zehntel der Arbeitnehmenden lebt. Das ist etwas, das muss wirklich, das muss von oben gelebt werden und zwar so gelebt, dass es sich danach auch nach unten auf die Mitarbeitenden überträgt. Ansonsten schreib es lieber gar nicht auf die Homepage oder brüste dich nicht damit, weil das fliegt auf und das
Das löst dann nur Enttäuschung aus und Entrüstung und einfach auch Unverständnis. Also ich finde, Entrüstung ist einfach ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr interessantes Thema, was mich selber auch ziemlich beschäftigt. Also das ist eigentlich die größte Ressourcenverschwendung, sind solche Inserate, die dann nicht mit dem Unternehmen übereinstimmen. Da werden ganz viele Leute eingeladen, Vorstellungsgespräche geführt. Im besten Fall wird noch jemand eingestellt, der dann nach 3 Monaten geht oder in der Probezeit, weil er merkt, das stimmt gar nicht. Also es bringt eigentlich niemandem was. Und dann machst du das Ganze wieder von vorne, du musst wieder ausschreiben, bla bla bla. Also ich bin wirklich jemand, der sagt dafür, schreib lieber, wenn es Herausforderungen gibt, weil es jetzt eine größere Umstrukturierung gibt, dann schreib das lieber ehrlich, auf eine gute Weise natürlich, ins Inserat, aber dass das klar ist und nicht, dass du eine Stelle antriebst, selber schon mehrmals erleben, dann kommst du, jeder verspricht dir das Paradies und das heißt das Chaos und du denkst, hab ich mich auf die Stelle beworben? Bin ich hier richtig oder bin ich jetzt falsch ausgestiegen irgendwie? Und das finde ich schon noch diese Ehrlichkeit, weil wie du sagst, also wenn jemand in die Firma kommt, das merkt er relativ schnell. Also das merkt der Mitarbeiter sofort, dass das irgendwas nicht stimmt. Da hast du ein komisches Gefühl und am Schluss bestätigt es und dann, also das ist diese Ehrlichkeit, wie versuchst du das auch reinzubringen dann im Firmen? Weil das ist ja auch ein Thema, diese wirkliche Ehrlichkeit und zu diesen Werten stehen, die man ausschreibt und die aber auch leben. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja. Am Ende kann das nur jeder für sich entscheiden, oder? Und darüber sprechen, ich glaube, ja, da auch ehrlich sein, was ich wahrnehme, was ich sehe, was ich interpretiere. Und so zwischen den Zeilen bekommt man ja schon auch noch mehr mit, da halt wirklich das auch ja, ansprechen. Es ist ja das, was du vorher schon mal gesagt hast, dass man quasi als, sag ich mal, als Arbeitnehmer eigentlich wissen muss zuerst, was man will. Und ich glaube aber auch, dass auch die Arbeitgeber da ein bisschen Teil von diesem Kuchen abschneiden können. Der Arbeitgeber muss natürlich auch wissen, wohin das er will und wie er diesen Weg gehen will. Und dieses, wie du sagst, vielfach wird dann einfach ein Problem behoben, man hat eine vakante Stelle, die wird ausgeschrieben, die ist wieder besetzt und das ist das Thema gegessen. Und eine mittelfristige oder langfristige Personalplanung habe ich in den seltensten Fällen erlebt. Das ist einfach, wenn es erledigt ist, dann ist wieder abgehakt, dann ist das Thema erledigt und man beschäftigt sich gar nicht damit, obwohl man genau weiß, dass Probleme auf einen zukommen werden, wenn man nichts macht. Man wartet dann einfach so lange, bis halt irgendwas ist und dann probiert man es dann wieder so diese, in der Schweiz sagen wir diese Pflästerchenpolitik, dass man Pflaster, die man einfach so macht. Also diese, hast du dann das viel lebt, dass das langfristige oder mittelfristige Ziele auch gesetzt werden, weil das bedeutet ja extrem viel Basisarbeit. Extrem viel eigentlich, ne? Ja. Ja, und ich glaube, da kommt dieser Ball erst auch so langsam ins Rollen. Und ich glaube, da ja, gibt es auch noch ganz viel zu tun, weil am Ende oder werden uns knallhart Statistiken vor Augen geführt, auch wie es in den Top-Managements und in den oberen Kadern aussieht. Und da ja, wissen wir alle, es bewegt sich so ein bisschen, aber so wirklich etwas passieren tut da nicht, weil es natürlich irgendwo, und das ist auch verständlich, oder? Wenn man das verändern will, dann bedeutet das auch gleichzeitig weniger Männer und das ist vielleicht irgendwo schon auch so eine, ist vielleicht auch etwas übertrieben gesagt, aber auch irgendwo so ein bisschen eine Bedrohung, oder? Was heißt denn das? Aber dass da auch noch nicht so, man sieht da eigentlich die Vorteile noch viel zu wenig, oder? Da ist auch wieder das, man ist auch noch in dieser Problemschleife drin, ja, es gibt so wenige Frauen, man findet die nicht. Eine Quotenfrau würde bedeuten, dass da einfach jemand aufgestellt werden würde, der gar nicht qualifiziert dafür ist. Und man ist dann noch nicht so, okay, wie kommt man denn an diese Frauen? Wo findet man die? Was brauchen die für Voraussetzungen? Und da auch Diversität ist ja ein Asset, das ist ein Gewinn für eine Unternehmung. Das bedeutet, du kannst ab sofort
Bedürfnisse von 50% der Gesellschaft besser wahrnehmen, was du vorhin nicht konntest. Ja, man muss ja auch immer sagen, dass auch in so, das habe ich immer, ob es jetzt in Arbeitsgruppen, in Vereinen, was auch immer ist, es nimmt immer eine andere Dynamik an, wenn einfach Frauen dabei sind. Und es ist einfach anders. Ich glaube bei gewissen, habe ich das früher erlebt, bei einem Verein, dass gewisse Auseinandersetzungen anders ausgetragen werden, wenn zum Beispiel Frauen dabei sind. Also weniger emotional vielleicht. Vielleicht nimmt man sich ein bisschen zurück oder möchte dann nicht schlecht sich quasi darstellen. Und ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach anders. Und ich finde das auch viel bereichender für Projekte, wenn halt, wie du sagst, es hängt ja vom Menschen selber ab, aber auch vom Geschlecht andernfalls, dass das einfach vertreten ist. Und hier darf ich dem stellvertretend für dich schon so ein bisschen Appell an die Frauen auch, gewisse Dinge auch anzusprechen. Es gibt ja so eine schöne Ding, so diese Ich-Botschaften, die wirken nicht so beschuldigend, dass man das wirklich auch anspricht und sich auch getraut, in einer ganz anständigen Weise kann man das ja auch machen, aber wirklich auch anspricht und gewisse Missstände auch anspricht, dass das auch mal ein Thema wird und sich nicht immer zurückhält, wenn man denkt, man kann nicht oder man darf nicht oder man soll nicht oder was auch immer. Also. Ja, unbedingt, weil vielfach passiert da natürlich auch ganz viel unbewusst. Wir haben in unserer Gesellschaft alle Bias, wir sind alle irgendwo voreingenommen und ich bin absolut davon überzeugt, dass in ganz vielen Fällen auch Dinge gar nicht bewusst passieren. Das kann man nur verändern, indem man halt wie auch bereit ist hinzuschauen und vielleicht auch bereit ist, mal den Mund selbst zu öffnen und etwas anzusprechen. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Männer, oder? Ich habe so manchmal das Gefühl, sie nehmen es eigentlich noch fast ein bisschen mehr wahr, als ihnen bewusst ist. Aber da ist dann wie die Hürde auch nochmals größer, oder? Zu sagen, okay, ich spreche jetzt dieses Thema an. Wieso ist das bei uns so? Das ist nicht mal... Da meine ich mit Männern, die auf gleicher Stufe sind wie du, nicht unbedingt die Vorgesetzten. Aber ich habe da manchmal das Gefühl, ja, auch da, das braucht Mut, oder? Aber am Ende kommen wir nur weiter, wenn wir alle am selben Strang ziehen. Und es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander. Ja, das finde ich ein wichtiger Punkt, weil ich habe die Erfahrung selber gemacht, das gebe ich jetzt auch zu hier, vor etwa 20 Jahren, da war genau dieses Thema, du wusstest, sie macht den gleichen Job, sie verdient aber nicht gleich viel und das war wirklich so die Frage, setzt du dich ein, sagst du, ja, sie ist ja nicht mein Problem. Ne? Also dieses, ja gut, okay, ich habe jetzt andere Dinge, man hat immer tausend andere Dinge, ist nicht mein Problem, ich für mich, und dann gibt es vielleicht noch Diskussionen um meinen Lohn oder was auch immer, ich meine, das war von 20 Jahren, muss ich auch sagen, habe ich gewisse Dinge, wie du sagst, die passieren dann einfach und man nimmt sie vielleicht gar nicht so wahr und denkt erst nachher, viel später darüber nach, was bedeutet das eigentlich, oder? Auch für die Person, oder? Wenn wir jetzt so ein bisschen in dieses Thema Vereinbarkeit noch gehen, möchte ich noch kurz unseren Sponsoring-Partner noch erwähnen. Und zwar ist das der Coworking Space mit Kinderbetreuung. Da gibt es ja nichts, es gibt zwar viele Coworking Space, aber nicht so viele mit Kinderbetreuung. Das ist in Zürich und da verlosen wir heute wieder dreimal einen Tag im Coworking Space in Zürich. Ihr könnt mir einfach eine Nachricht schicken auf LinkedIn, Michel Knecht, wieso, dass ihr diesen Preis verdienen würdet oder wieso, dass ihr ihn wollt, sagen wir es mal so, an diese Adresse. Könnt ihr mir den schicken. Du hast mir vorhin auch nochmal gesagt, so quasi dein Leben, deine Lösung. Das ist am besten in die Richtung auch, vielleicht, wo wir schon mal angesprochen haben. Es ist halt immer individuell und es kommt immer auf die Umstände, auf sehr viele Dinge halt davon. Oder wie hast du das in dem Kontext auch gemeint oder was willst du da mitgeben? Ja, verschiedene Dinge, die ich da eigentlich mitgeben möchte. Also einerseits ein weiteres Thema, was ich auch ganz oft beobachte, ist dann, dass wir sehr, sehr schnell darin sind, andere auch zu bewerten. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, oder dass wir uns da auch von Bewertungen anderen gegenüber lösen. Und dass wir auch respektieren, wir müssen niemandem etwas beweisen, wir müssen niemandem beweisen, dass unser Modell auch funktioniert, wenn es für uns stimmt.
und aber gleichzeitig auch dich so ein bisschen von der Bewertung von anderen Modellen lösen, weil es ist nicht, es ist nicht dein Leben, du weißt nicht, du hast nicht alle Infos dazu, und wenn es für diejenigen stimmt, so what? Also kümmere dich um dein Leben. Und ich glaube, das passiert noch ganz oft, dass man da wie, also ich empfinde es so ein bisschen, momentan ist so das Modell, man arbeitet 80% bis 100%, hat einen Papi-Tag, der gefeiert wird vielleicht. Die Frau arbeitet zwischen, ich sag mal, 20% und 60% und widmet sich der Rest der Zeit der Familie. Und dieses Modell wird so nach meinem Empfinden momentan am meisten akzeptiert, ist am meisten verbreitet, wird am meisten gefeiert. Mhm. Und auch alles, was das andere Extrem ist, ist in vielen Köpfen noch so, und so diese Bewertung drin, oder? Sei es, wenn eine Mutter zu 100% zu Hause ist, oder sei es, wenn eine Mutter auch 100% arbeitet. Wieso kümmerst du dich überhaupt darum? Es betrifft dich nicht. Und mach das Leben anderen nicht schwerer, indem du dich da einmischst, sondern unterstütze diejenigen, ja, wenn sie Hilfe brauchen. Also ich meine, wir wissen alle, dass im Leben nicht immer alles rund läuft. Ja, anstatt da die Bewertung einzunehmen, biete lieber deine Hilfe an. Ja, und das auch in den Köpfen hab festgesetzt. Also es gibt auch viele, die noch im Kopf haben. Führung kann nur in 100% Vollzeit erfüllt werden. Was meiner Meinung, meiner Erfahrung nach völliger Schwachsinn ist. Da gibt es vielleicht Leute, die arbeiten 100%ig. Ich würde behaupten, es gibt Leute, die arbeiten 80% effizienter als andere in 100. Und wenn man es gut organisiert hat, und es kommt auf das Team drauf an, ist eine Führungsaufgabe, muss das nicht zwingend 100% sein. Aber das ist so vielfach in den Köpfen, vielleicht so Generation, sagen wir nicht Silberrücken, aber vor dem Babyboomer. Das geht dann nur, weil der Chef muss vor Ort sein, der muss kontrollieren, was passiert und was nicht passiert, diese Kontrolle, was noch nicht mehr möglich ist in der heutigen Zeit. Und das hindert ja dann auch viel daran, dass eben genau Frauen in solche Führungspositionen kommen, weil das eigentlich schon gesetzt ist, ja, das ist 100%. Also beobachte ich auch heute noch, viele verantwortungsvolle Führungspositionen sind meistens immer 100%. Es ist so ein Trend, wo steht 80 bis 100. Es gibt viele, weil sie nicht mehr 100 jemanden finden, schreiben sie jetzt zwischen 80 und 100 aus. Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Aber ja, ich meine, da hat sich schon auch viel getan diesbezüglich. Mhm. Und trotzdem höre ich da vielfach auch dieses Ja, aber raus. Mhm. Wir schreiben es 80, aber eigentlich wollen wir 100. Genau. Wir schreiben es einfach für die Bewerbung mal rein. Oder auch, ja, du bist dann halt 80, aber hast Arbeit für 100%. Genau. Ja, aber das ist wirklich ein Thema, wo ich dann denke, also wenn ich in 80% das so effizient mache, wie ein anderer in 100, wieso verdiene ich dann weniger? Ich mache doch genau die gleiche Arbeit. Also, das ist jetzt ein bisschen weit gedacht, ne? Aber muss sagen, ja, oder wie du sagst, du hast dann wirklich weniger Arbeit. Aber das ist, in der Regel hast du genau dasselbe, einfach du musst es halt in 80% machen. Ja. Das ist wirklich so ein bisschen ein Thema. Also, aber du hast diesen Punkt schon noch gesetzt, der dir auch wichtig ist, einfach, dass man sich wirklich Gedanken macht, auch bevor man eine Stelle antritt, so ein bisschen, was will ich überhaupt? Was will ich nicht nur beruflich, sondern auch, was will ich privat? Wohin soll die Reise gehen? Ja, genau. Und ich glaube, diesbezüglich kannst du dir dann auch wie auch so deine eigene Welt überhaupt erschaffen oder deinen Mikrokosmos. Welche Firmen kommen dann überhaupt für dich in Frage? Auch welchen Partner, oder? Ich meine, das hat einen riesen Einfluss auch auf die Partnerwahl. Da sprichst du ja auch mit jemandem noch dazu. Aber das spielt dann natürlich mit, dass wenn du einen Mann an deiner Seite hast, für den es absolut klar ist, dass er für den Rest des Lebens 100% arbeiten will und eigentlich du für Haushalt und Familie zuständig sein wirst und alles andere, was du daneben noch machst, ob du noch arbeiten möchtest oder nicht, ist dir überlassen, aber du bist dafür verantwortlich. Ja, wenn du so jemanden mit diesem Denken an deiner Seite hast, dann
darfst du relativ früh für dich, darfst du dich fragen, ja, funktioniert das für dich? Oder brauchst du jemanden anderen an deiner Seite? Oder? Und ich glaube, erst durch diese Klarheit kann sich das ganze Bild überhaupt auch entwickeln. Oder Arbeitgeber, die dich unterstützen, die flexibel sind, die Teilzeit stellen oder auch diese Job-Sharings unterstützen. Das ergibt sich eigentlich erst ab dem Moment, wo du weißt, was du für dich willst. Glaube ich. Ja, dass man sich dem bewusster wird auch. Oder sich bewusster Gedanken macht auch. Ne? Genau. Und da auch noch so ein wichtiger Punkt, was für mich wichtig ist, oder wie wollen wir denn das ganze Thema auch unseren Kindern mal weitergeben? Ich glaube, wenn man sieht, was, ich sage es mal, in den letzten 50 Jahren, auch seit das Frauenstimmrecht eingeführt worden ist, was da alles vorangetrieben wurde, was sich verändert hat. Ich bin gerade diese Woche auf einen Guide gestoßen, der damals eigentlich gesagt hat, wie sich das Handbuch der guten Ehefrau hat es geheißen. Okay. Was so quasi für unsere Großmütter noch waren, wo drin gestanden hat, dass eigentlich wenn der Ehemann nach Hause kommt, musst du gut aussehen, muss das Essen auf dem Tisch sein und müssen die Themen des Ehemannes besprochen werden, weil deine Themen sind eh weniger wichtig. Also wirklich so, wenn man dann sieht, was da alles gegangen ist, dann muss man sagen, ja, es ist schon viel passiert, aber was möchten wir denn jetzt auch unseren Kindern dann und den nächsten Generationen weitergeben? Meiner Meinung nach sind wir noch nicht an der Position, wo wir einfach stehen bleiben können. Und ich beobachte halt schon auch, so in meinem Umfeld, dann sind, also es geht dann relativ schnell, wo man trotzdem wieder in diese alten Rollenmuster auch zurückrutscht oder auch durch Corona, oder das hat sich auch gezeigt, dass da eigentlich vielfach Frauen diejenigen sind, die plötzlich in die Presse springen, wenn Homeschooling auf dem Plan steht. Ja, oder finanzielle Aspekte halt, wie gesagt, dass sich nicht lohnt rein, dass zwar die Frau, ich würde eigentlich schon noch gerne arbeiten, aber in 30% verdient mein Mann so viel wie ich in 80 und dann sieht das Kind, die Eltern noch weniger, wir müssen es mehr in die Betreuung geben, wo es dann plötzlich so praktische und finanzielle Gründe gibt, die dann plötzlich wieder in dieses alte Muster, sage ich mal, Anführungs- und Schlusszeichen, dann zurückfällt das Ganze. Ne? Genau. Und allein aus praktischen Gründen, nicht mal, weil man es möchte, einfach weil es... Ja, oder ja. Und da, wie gesagt, okay, was geben wir denn unseren Töchtern weiter, aber gleichzeitig auch unseren Söhnen, oder? Das Ganze hat ja auch immer eine Kehrseite, oder? Ein Mann, der eigentlich dann für das finanzielle Einkommen der Familie verantwortlich ist, das bedeutet ja auch Druck, das bedeutet ja auch, ey, du musst leisten, und ich glaube, auch da hat uns Corona gezeigt, dass da so einige Familien leben, so von wirklich mal richtig durchgeschüttelt wurden, wenn halt plötzlich Kurzarbeit oder Jobverlust auch da ist. Will man denn da wirklich von einem Einkommen oder von dieser einen Person in der Familie auch abhängig sein? Wollen wir das auch unseren Söhnen so weitergeben, dass das eigentlich das Modell ist, dass das vorgelebt wird? Ja, finde ich, diese Arbeit, die du machst, die du dann irgendwie weitergeben kannst, dass das irgendwie weitergeführt wird, wie du sagst, oder? Und dass es halt beide Seiten reicht, da haben wir ja mit Martin noch schon mal drüber gesprochen, dass genau dieser Leistungsdruck einerseits auch, also es braucht ja schlussendlich beide, das ist auch ein Teil oder der Sinn von diesem Livestream auch, dass man auch sieht, es braucht ja beide Seiten. Ich meine, du hast jetzt sicher mehr mit Frauen zu tun in der Tendenz. Martin hat tendenziell sehr viel mit Männern zu tun, aber es braucht ja beide eigentlich, um das erreichen, was wir eigentlich wollen, damit es einfach für alle eine bessere Lösung gibt, oder? Genau. So. Und da ist natürlich auch die Kommunikation untereinander, das A und O. Oder wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Modelle, aber was am Ende für dich als Paar, für dich als Familie funktioniert, da gibt es keine Lösung dazu, oder? Das entsteht im Dialog, in dem, dass man als erstes ehrlich zu sich selbst ist und dann ehrlich zu seinem
Partner ist und auch darüber spricht, oder? Und seine Bedürfnisse auch äußert und sich da auch nicht zurücknimmt, sondern auch sich getraut, da für sich selbst einzusetzen und zu sagen, das möchte ich, so stimmt's für mich. Ja. Was sind denn so die, also wir haben jetzt ganz viele wichtige Dinge natürlich erwähnt. Ich finde immer so, es ist immer so am Schluss, was nehme ich jetzt überhaupt alles mit? Und es sind sehr viele Dinge. Meistens weiß man schon gar nicht mehr, was haben die am Anfang. Also man kann es zwar nachgucken, das Video, den Livestream, aber so ein bisschen auch für die Zuschauer noch ein bisschen, was willst du denen noch mitgeben? Und wenn du sagst, das sind so die drei wichtigsten Punkte oder Essenz, wo du sagst, das ist mir, oder einfach im Moment zumindest am wichtigsten, das kann sich ja auch wieder verschieben, aber zumindest mal, was sind so die wichtigsten Inputs, Arbeiten oder ein Appell, oder wenn du es so ein bisschen zusammenfassen müsstest und dich entscheiden müsstest für drei Punkte? Ich glaube, so das Erste ist, es gibt kein Modell, das richtig oder falsch ist. Es gibt nur ein passend oder ein unpassend für dich. Und löse dich da von Bewertungen. Und denn das andere ist, ja, sei auch ehrlich zu dir selbst, was möchtest denn du? Schreib dir das auf, definier das, mach da dir dein genaues Bild dazu, weil erst dann kann, ja, findest du das auch, wenn du diese Klarheit hast. Und ich glaube, so das Dritte, das knüpft so an das erste Thema an, Kinder sind immer ein Thema im Leben einer Frau. Ja, ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft noch viel mehr mit diesem Thema auch auseinandersetzen, sei das von Seiten Arbeitgebenden, sei das auch von uns, oder ich kann dir auch noch nicht dazu sagen, was ich als Lösung sehe, oder ob du als Frau auch zum Beispiel das Thema offen ansprechen sollst in Vorstellungsgesprächen, bin ich. Kann ich dir so noch nicht sagen, aber ja, das Thema ist da und ich habe so wie das Gefühl, das Tabu dazu ist wie noch so groß und das hindert uns momentan noch so am auch vorankommen. Ja. Also du kannst so ein bisschen, wir sind auf dem Weg, aber der Weg ist noch lang. Ja, könnte man vielleicht so sagen. Ja. Das ist ein bisschen aus Männerperspektive mal gesehen. Ja, genau. Was ich noch mal kurz erwähnen möchte, das wir sicher nicht vergessen, auch unseren Sponsoring-Partner, möchte ich nochmal ganz herzlich danken. Coworking Space Tada in Zürich mit Kinderbetreuung. Die Verlosung könnt ihr mir einfach eine Message schreiben, auf LinkedIn am einfachsten. Und da haben wir dreimal einen Tag zu verlosen. Was ich auch noch kurz sagen möchte, dass ich das ja nicht vergesse, bevor wir dann ganz zum Schluss kommen, sind die nächsten Livestreams, und zwar sind die am Dienstag am 23. Da spreche ich mit Evelyn Wenzel, und zwar über die drei Stärken-Strategie, vielleicht auch sehr wichtig jetzt gerade in dieser Corona-Zeit. Dann am Dienstag, am 30. März mit Nadia Timia-Scherer. Da sprechen wir über Diversität, Inklusion und Gleichstellung. Und am Mittwoch, am 31., gerade einen Tag später noch, mit Irina Schmitz, und zwar Frauen in der Führung. Genau um das Thema geht, wenn sich jemand selbstständig macht, wieso er das macht, wie Frauen, die Erfahrung von Frauen in der Führung. Also wir sehen alles ein bisschen einen großen Rahmen zum ähnlichen Thema oder gleichen Thema. Jetzt haben wir, also die Leute haben jetzt von dir noch ein paar Takeaways gekriegt. Möchtest du noch einen Appell an die Männer- und Frauenwelt da außen zusätzlich noch richten? Also mein Appell war schon, sprecht es an, probiert vielleicht in Ich-Botschaften, aber sprecht das wirklich an. Gewisse Dinge, dass auch gewisse Dinge diskutiert werden, die manchmal im blinden Fleck auch von Männern sind. Ich glaube, jeder hat blinde Flecke und ist sich dessen gar nicht bewusst, vielleicht wie das wirkt oder wie er führt, wie das rüberkommt, was auch immer. Sprecht das wirklich an, und ich glaube, es gibt, auch wenn es am Anfang vielleicht unangenehm ist, wird es am Schluss einen Mehrwert für beide Seiten geben. Das wäre so mein... Dein Takeaway. Ja. Genau. Ja, ich glaube, am Ende haben wir für dieses Leben hier... keine Hauptprobe, oder? Wir müssen es leben, und ich glaube, da zählt am Ende jeder Tag, und jeder Tag,
den du unglücklich bist in einer Situation mit deinem Arbeitgebenden, mit was auch immer, ist einfach ein verlorener Tag. Pack's an und geh los. Man kann ja zu Hause einen Testlauf machen mit seinem Mann zum Beispiel, bevor man es im Geschäft anspricht und vielleicht auch noch, manchmal hilft es auch noch, Ansichten sieht, vielleicht vom anderen Geschlecht manchmal, kann ja auch noch hilfreich sein und nimmt dann vielleicht manchmal auch diese Hemmschwelle, es dann wirklich anzusprechen, wenn man schon mal darüber gesprochen hat. Also von dem her möchte ich mich aber ganz herzlich bedanken bei dir für dieses sehr interessante Gespräch. Also wir könnten jetzt ja noch 2 Stunden weiter diskutieren über dieses Thema. Und dass du dir Zeit genommen hast, dass du auch dabei warst oder bist in diesem Projekt, wo es noch ein paar weitere Livestreams gibt. Und danke auch den Zuschauern fürs Zuschauen. Und wir werden dieses Livestream natürlich noch posten dann. Das könnt ihr euch im Nachhinein noch angucken. Ihr könnt im Nachhinein, wie ihr seht, diesen Wettbewerb, der läuft etwa noch knapp eine Woche. Und dann könnt ihr mir einfach eine Message schreiben. Cool, also ja. Danke dir auch vielmals für deine Fragen, deine Zeit. Und auch vor allem, ich glaube, was halt schon auch wichtig ist, dass sich Männer auch mehr anfangen, für dieses Thema einzusetzen, sich zeigen, Themen aufgreifen, Diskussionen fördern, und danke dir dafür. Sehr gerne, ist auch mir ein wichtiges Thema. Und für alle, dass ich es nicht ganz vergessen habe, Nathalie, wir holen ja diesen Livestream von Nathalie Schogl dann noch nach. Ich werde da noch informieren, wenn dieser Nachfolgetermin stattfindet. Also Nathalie, du hast gesehen, es hat geklappt. Also die Technik ist jetzt wieder in Ordnung, also wir sollten das hinkriegen. Also dann schönen Abend noch und danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.